Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einige Vorarbeit geleistet. Ich habe Ihnen schon einige thermodynamische Grundlagen vorgestellt, die zum Teil vielleicht nicht sonderlich spannend waren, diese ganzen Zustandsänderungen, Isochor und Isobar und Isotherm, braucht doch niemand, sollte man meinen. Aber wir haben mit diesen Voraussetzungen jetzt den Punkt erreicht, dass wir zu den wirklich spannenden Teilen der Thermodynamik kommen können. Denn dann wird es wirklich interessant, wenn die Dinge anders ablaufen, als man sie so aufgrund der Erfahrungen der einfachen Mechanik kleiner Systeme erwarten würde. Und das sind dann Dinge, die etwas mit Irreversibilität zu tun haben. Ich habe diese Sache schon manchmal so zwischendurch erwähnt, auch um sie bei Laune zu halten sozusagen, aber jetzt sind wir so weit, dass wir das also auch wirklich etwas konkreter besprechen können, und Sie werden sehen, das ist ein ganz zentrales Faktum der Thermodynamik im Speziellen und der Physik im Allgemeinen, dass es eben für große Systeme einen Zeitpfeil gibt und dass Verjüngungskuren also grundsätzlich nicht funktionieren, sondern der Zeitpfeil ist immer in einer Richtung. Also, worüber wir heute sprechen werden, ist zunächst einmal als Ausgangspunkt eine empirische Erkenntnis. Und diese empirische Erkenntnis ist so offenkundig, dass wir sie gar nicht mit irgendwelchen Experimenten belegen müssen. Diese empirische Erkenntnis sagt nämlich, dass in thermodynamischen großen Systemen, mit denen wir es ja ständig zu tun haben, nicht alle Vorgänge, die laut Energieerhaltungssatz erlaubt sind, auch wirklich auftreten. Und jetzt werden Sie sich überlegen, oh ja, muss doch Energieerhaltung, alles was mit Energieerhaltung zusammenpasst, das funktioniert. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel da unten auf den Boden einen Stein legen und dann könnte man natürlich entsprechend der Energieerhaltung davon ausgehen, dass sich der Boden, auf dem der Stein liegt, spontan etwas abkühlt und die Energie, die dann frei wird, dazu benutzt wird, dass der Stein an die Decke springt und dort oben also auf einer entsprechend höheren potenziellen Energie ist. Naja, mit der Energieerhaltung würde das zusammenpassen. Aber ich glaube, wir brauchen Ihnen dieses Experiment nicht vorzuführen. Der springt nicht. Also man könnte natürlich sehr lang warten und vielleicht springt er dann einmal. Beziehungsweise es ist halt immer eine Frage der Größenordnung. Wenn Sie da so ein ganz kleines Partikelchen hinlegen und das macht dann so gewisse kleine Fluktuationen, dann springt es vielleicht doch einmal so ein paar Nanometer hinauf oder sowas. So kleine Abweichungen von dieser Gesetzmäßigkeit, die wir also unter dem Thema Fluktuationen subsumieren. Das hat dann wieder was mit der Maxwell'schen Geschwindigkeitsverteilung und so weiter zu tun. Das ist davon nicht betroffen, aber bei makroskopischen Systemen erwarten Sie es einfach nicht, dass so ein Stein sich einmal zufällig auf die Decke springt und gleichzeitig der Boden rundum ein bisschen kühler wird. Aber dem Energieerhaltungssatz wäre also keine Verletzung vorhanden. Na, und eine zweite Sache ist natürlich, brauchen wir Ihnen auch nicht vorführen, wenn ich hier ein Glas Wasser herstelle, dann könnte es natürlich durchaus sein, dass dieses Glas Wasser, dass es so vor sich geht, dass also jetzt der Boden, auf dem dieses Glas Wasser steht, etwas kühler wird und dafür das Glas zu kochen beginnt. Naja, wunderbar, geht. Energieerhaltungssatz sagt nichts dagegen. Aber auch das brauche ich Ihnen nicht vorzuführen. Sie wissen es. Es wird nicht passieren. Wieder, wenn man also
100 Millionen Weltalter lang warten würde, dann kommt sowas vielleicht ansatzweise einmal vor. Aber für vernünftige, überschaubare Beobachtungszeiten und Beobachtungsbedingungen können derartige Situationen ausgeschlossen werden. Und das ist jetzt eine stringentere Einschränkung als der Energieerhaltungssatz. Also entsprechend dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik wäre das alles durchaus erlaubt sozusagen. Und dass es in der tatsächlichen Wirklichkeit nicht eintritt, kann man also als empirische Tatsache anerkennen. Man weiß es aus der Erfahrung. Und es reizt einen natürlich auch drauf zu kommen, aber wieso ist das so? Na, und da muss man aber, und das ist, sind ziemlich interessante und gar nicht so einfache Grundlagenfragen der statistischen Physik, da muss man sich eben fragen, inwieweit gewisse Voraussetzungen, die man über die Bewegung der Gasmoleküle oder überhaupt der Moleküle eines Körpers macht, wie weit die also gewisse zusätzliche Einschränkungen hervorrufen. Also zum Beispiel so Sachen wie die Annahme des molekularen Chaos. Ich erinnere Sie, am Anfang von der Thermodynamik haben wir ein bisschen so über Grundlagensachen geredet, nicht? Dass man davon ausgeht, Ort und Geschwindigkeit von den Teilchen in dem Körper sind nicht miteinander korreliert. Die tun nicht so irgendwie großartig so herumfliegen, sondern die fliegen irgendwie durcheinander. Oder die Ergodenhypothese, dass das Zeitmittel und das Scharmittel das Gleiche ergibt. Und da haben wir ein paar solche Sachen gehabt. Das Postulat der gleichen a priori Wahrscheinlichkeit, dass jeder Mikrozustand, mit dem ein bestimmter makroskopischer Zustand realisiert werden kann, auch gleich wahrscheinlich eintritt, das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Wenn also die Moleküle sich auf einmal entscheiden würden, wie die Soldaten da irgendwie geordnet durch die Gegend zu marschieren, dann würde auch das mit dem zweiten Hauptsatz nicht mehr stimmen, weil dann täten ja wirklich auf einmal die ganzen Moleküle aus der Tischoberfläche da ihre Energie auf das Glas übertragen und es beginnt zu kochen. Aber es tut es nicht. Also diese Voraussetzungen dieser chaotischen Bewegung sind also offensichtlich in der Realität erfüllt. Also wollen wir jetzt davon ausgehen, und es ist also eine großartige Idee gewesen von den Herrn Kelvin einerseits und andererseits dem Herrn Clausius, dass man eben diese Erfahrungen in zwei, wie man zeigen kann, gleichwertige Aussagen formen kann. Und diese Aussagen nehmen wir jetzt als Ausgangspunkt für unsere weiteren Überlegungen und haben damit eine zusätzliche Grundlage für die Beschreibung thermodynamischer Vorgänge. Und das ist eben der zweite Hauptsatz. Der Thermodynamik. Und der wird also am besten in verbaler Form angegeben. Der Herr Clausius der hat sich das so ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts überlegt und auch der Herr Kelvin ungefähr um die Zeit, also es ist schon eine Zeitl her, aber auch nicht gar so lang, nicht? Also da andere Wissensgebiete, so wie zum Beispiel die Optik, waren schon sehr entwickelt um diese Zeit. Aber die Thermodynamik ist eigentlich gerade erst entstanden um diese Zeit. Und wie es halt schon so ist, warum? Weil man sie auch gebraucht hatte. Weil da sind dann die Dampfmaschinen gekommen und da sind Gase mit ihren Zustandsänderungen, da hat man Wärme zugeführt. Und da ist es dann nicht alles so gegangen, wie man sich's optimal erwartet hätte.
Diese blöden Maschinen, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, haben nicht das geleistet, was man sich erhofft hatte. Weil man hat sich doch das, was ich da rein hat, mit den Kohlen, die man da so unterzieht, da unter dem Dampfkessel, diese Energie, die muss auch zur Gänze herauskommen, ist es aber nicht. Und natürlich eine Zeit lang hat man sich gedacht, ja, blöd konstruiert, muss nicht besser machen. Und dann ist er draufgekommen, besser als eine gewisse Sache geht das gar nicht. Und muss man verstehen, wieso? Weil laut Energieerhaltung könnte es ja gehen, so wie mit dem Glasl Wasser da. Tut es aber nicht. Und da sind dann eben diese Ideen aufgekommen, die dann zum zweiten Hauptsatz geführt haben und die das alles erklärt haben. Also eine tolle Sache. Und das möchte ich Ihnen also in den nächsten zwei Tagen, heute und morgen, entsprechend erklären. Bei der Gelegenheit tritt dann auch die zunächst nur so empirisch eingeführte Größe einer Entropie auf, die also höchst unanschaulich ist. Die hat irgendwelche Eigenschaften, erinnern Sie sich so in der Art, so wie die Enthalpie. Eine Größe, die praktisch ist, mit der man gut rechnen kann. Eine Zustandsgröße, das ist immer gut, die eindeutig einem thermodynamischen Zustand zukommt, egal auf welchem Weg man diesen Zustand erreicht. Wunderbar, aber was ist das eigentlich? Und da ist dann der Herr Boltzmann gekommen und hat dem also eine wunderbare statistische Interpretation gegeben. Aber alles eins nach dem anderen. Also jetzt einmal der Clausius. Der hat also gesagt, es gibt keine thermodynamische Zustandsänderung. Dynamische Zustandsänderung. Es gibt keine thermodynamische Zustandsänderung, deren einzige Wirkung darin besteht, eine Wärmemenge einem kälteren Wärmespeicher zu entziehen und einem wärmeren zuzuführen. Wärmemenge, schreibt es ein bisschen kürzer, von kälterem zu wärmeren Speicher zuzuführen. Das ist die eine Aussage. Ja, das wäre das mit dem Glas Wasser. Von einem kühleren zu einem wärmeren Speicher überführen, dass das zu kochen beginnt, geht mit dem Energieerhaltungssatz, aber nicht mit dem zweiten. Und der Herr Kelvin hat dann auch die Arbeit hier ins Spiel gebracht und wieder, es gibt keine thermodynamische Zustandsänderung. Keine thermodynamische Zustandsänderung, deren einzige Wirkung darin besteht, also das hat jetzt einmal genau gleich angefangen wie da oben, dass einem Wärmespeicher Wärme entzogen und vollständig in Arbeit umgesetzt wird. Dass Wärme aus Wärmespeicher vollständig in Arbeit umgesetzt wird. Na, das ist es eben. Das hat einen geärgert, dass man also das nicht kann, dass man also eine Wärmemenge, wenn man da so unterheizt unter einem solchen Dampfkessel eben zum Beispiel,
dann vollständig in Arbeit umsetzen könnte. Denn das wäre ja, Sie verstehen sicher, das wollten die Leute natürlich. Nicht? Weil man wollte damals auch schon ökonomisch sein. Nicht? Und heute natürlich erst recht. Und umso wichtiger sind derartige Gesetzmäßigkeiten, weil die also sichtlich grundsätzliche Beschränkungen diesbezüglich auferlegen. Aber jetzt möchte ich das auch noch, weil dieses Perpetuum mobile zweiter Art immer wieder herumgeistert, auch in der Form eines Perpetuum mobile zweiter Art erklären. Das schreibe ich aber jetzt nicht mehr auf die Tafel. Erstens haben Sie es in unserem Buch, wenn Sie nachschauen wollen. Sie können es ja aufschreiben. Unter einem Perpetuum mobile, aber der zweiten Art, versteht man jetzt ein bisschen was anderes als das Perpetuum mobile erster Art. Bei der ersten Art ist es ja nur darum gegangen, dass der Energieerhaltungssatz nicht verletzt werden kann. Es kann nicht eine Maschine ständig Arbeit leisten, ohne dass man ihr entsprechend Energie zuführt. Denn na, das ist ja logisch, da braucht man nicht viel drüber reden. Das ergibt sich, weil halt der Energieerhaltungssatz auch im Bereich der Thermodynamik weiterhin gültig bleiben soll. Jetzt ist es ein bisschen noch anders. Diese zweite Art ist eine periodisch arbeitende Maschine. Denken Sie also eben an eine Dampfmaschine oder einen Automotor oder irgendetwas, deren einzige Wirkung darin besteht, dass einem Wärmespeicher Wärme entzogen und diese dann vollständig in mechanische Energie umgesetzt wird. Und genau diese Kelvinsche Aussage sagt dann, das ist die identische Aussage, es gibt kein solches Perpetuum mobile zweiter Ort. Also es ist schon traurig. Einerseits hat man sich zunächst erhofft, dass man so Maschinen konstruieren kann, die machen schon Arbeit, ohne dass man irgendwas tut. Man braucht nicht einmal Unterharzen und sie sollen schon von sich aus funktionieren. Nun, da ist halt dann bald klar geworden, aus nichts wird nichts. Aber dieses Perpetuum mobile zweiter Ort, das könnte ja so sein. Gut, machen wir es also so gut wie möglich. Alles das, was ich an Wärmeenergie hineinstecke, soll also als Arbeit herauskommen. Nicht einmal das geht. Also es ist schon traurig. Aber das ist halt die Situation in der Thermodynamik. Es gibt kein Perpetuum mobile zweiter Art. Aber jetzt möchte ich, um das ein bisschen zu illustrieren, um Ihnen also die Wichtigkeit und die Bedeutung dieses zweiten Hauptsatzes klar zu machen, einmal gleich eine, ganz kurz nur, eine Zustandsänderung mit Ihnen besprechen, die wir sowieso vor kurzem besprochen haben, nämlich eine reversible isotherme Expansion. Wie geht das? Sie haben also, wir bleiben wieder bei unseren idealen Gasen, das ist in diesem Zusammenhang immer ein guter Ausgangspunkt, da kann man sich besonders gut vorstellen, worum es geht. Da drinnen befindet sich also ein ideales Gas unter einem gewissen Druck und dieser ganze Behälter, dieser Zylinder da hier, wo da so ein beweglicher Kolben drinnen ist, der befindet sich in einem Wärmebad. Das heißt, es bleibt immer auf konstanter Temperatur. Na, das haben wir ja bei den isothermen Zustandsänderungen schon gehabt. Das bedeutet also, dass bei so einer isothermen Zustandsänderung, weil eben die Temperatur sich nicht ändern soll, wenn nun da bedingt durch den Druck da drinnen in diesem Gas dieser Kolben sich nach außen bewegt, dann wird entsprechend Wärme durch die Systemwände hindurch dem System zufließen, so dass die Temperatur die gleiche bleibt. Also isotherme Zustandsänderung. Na, wir haben ja generell gehabt, laut erstem Hauptsatz, das ist ja der harmlose, ne? Das ist der, den man immer gleich glaubt, die Energieerhaltung. Na gut, da haben wir also, dass das Delta U
gleich ist Delta Q plus Delta W. Also eine Änderung der inneren Energie eines Systems kann hervorgerufen werden auf zwei Weisen, indem man Wärmeenergie zuführt oder mechanische Energie zuführt. Und wenn die Größen negativ sind, heißt es, dass man sie abführt von dem System. Na, wenn wir aber jetzt reversible isotherme Expansion haben, dann wird das Delta U gleich Null sein, weil bei konstanter Temperatur in einem idealen Gas ändert sich nicht die innere Energie. Erinnern Sie sich nur, was war denn die Temperatur eigentlich? Ein Maß für die mittlere kinetische Energie eines Moleküls. Und wenn man das jetzt mit der Anzahl aller Moleküle multipliziert, kriegt man die innere Energie. Bei einer Temperatur hat man eine innere Energie. Die ändert sich also nicht. Daher muss das Delta U gleich Null bleiben bei isothermer Expansion. Und das bedeutet aber jetzt natürlich, dass das Delta W gleich minus Delta Q ist. Und schauen Sie, allein das muss uns jetzt bereits sehr nachdenklich machen. Denn jetzt haben wir genau das scheinbar, wo wir zuerst gesagt haben, das gibt's nicht. Weil jetzt wird also die zugeführte Wärmemenge vollständig in mechanische Arbeit umgesetzt. Das eine von dem System abgeführte Arbeit ist ein Minus Delta W, man kann es also auch so schreiben, ist dann gleich Delta Q. Man muss auf die Vorzeichen sehr achten, was zugeführt, was abgeführt wird. Das ist ja klar, nicht? Auch bei einem Sparbrüchel kommt es darauf an, ob er was einlegt oder was abhebt. Nicht? Wird jeder zugeben, dass das schon eine gewisse Bedeutung hat. Müssen wir natürlich hier auch berücksichtigen. Nicht? Also Sie sehen, die von dem System verrichtete Arbeit durch das Hinausgehen des Kolbens da hier, ist gleich der zugeführten Wärmemenge. Na, werden Sie jetzt sagen, na also, stimmt ja alles nicht. Das, was ich da aufgeschrieben habe, ist ja gar nicht wahr. Aber der entscheidende Punkt ist, und deswegen bringe ich Ihnen dieses Beispiel, obwohl es so trivial ist, dass man eigentlich gar nicht darüber reden müssen, aber es steht ja hier, es gibt keine thermodynamische Zustandsänderung, deren, ich habe es unterstrichen, einzige Wirkung darin besteht, dass Wärme aus einem Wärmespeicher vollständig in Arbeit umgesetzt wird. Das ist nicht die einzige Wirkung, es expandiert sich nämlich gleichzeitig. Es wird größer, es bleibt nicht gleich. Sie haben noch eine zusätzliche Änderung. Na, werden Sie sich denken, na ja, wurscht, ist halt eine Änderung und fertig aus. Hauptsache, wir haben die ganze Energie umgesetzt, nicht? Nee, aber wie wollen Sie das in der Praxis machen? Das geht ja nicht ewig weiter. Das tut sich ausdehnen und ausdehnen und ausdehnen. Da kann ja keine Maschine draus machen. Nicht? Also das, worum es eben geht, ist, dass man das so machen kann, dass man sonst keine Änderungen hat. Das heißt, dass man nach einer solchen Übertragung von Wärme in geleistete, verrichtete Arbeit dann wieder auf den gleichen Zustand zurückkommt und das nächste Mal wieder macht und das nächste Mal wieder macht. Das ist ja die Geschichte, was ich gesagt habe bei diesem Perpetuum mobile zweiter Art. Eine periodisch arbeitende Maschine, das hat in sich den Punkt, dass man nach jeder Periode wieder durch die gleichen Zustände durchläuft. Das heißt letztlich, deren einzige Wirkung darin besteht. Weil man kommt wieder aufs Gleiche zurück, man hat keine andere Wirkung, als dass eben da diese Wärme in Arbeit übergeführt wird. Und da, das werde ich Ihnen jetzt eben vorführen, da geht das dann nicht so einfach wie hier. Also diese reversible isotherme Expansion führt tatsächlich vollständig die zugeführte Wärme, die da von außen da so in das System hineinfließt, während dieser quasi statischen, reversiblen, langsamen Expansion komplett in die verrichtete Arbeit über. Aber das geht immer weiter und weiter und Sie haben nicht mehr, Sie haben einen anderen Zustand. Es ist nicht die einzige Wirkung.
Deswegen ist es so wichtig, dass das da steht. Und das mit der einzigen Wirkung ist eben auch wieder von der Praxis von Maschinen, weil die müssen ja periodisch arbeiten. Wie soll denn das anders gehen? Letzten Endes will man da Radl haben, was sie da draht, und das muss also immer wieder gleichartig funktionieren. Also daher muss es so gehen, dass es immer wieder durch dieselben Zustände hindurchführt. Na gut, also, wir wollen zurückkehren zu dem gleichen Ausgangszustand. Und damit haben wir es mit einem sogenannten Kreisprozess zu tun. Und jetzt sind wir dort gelandet, was wir also jetzt für den Rest dieser Stunde durchführen werden und uns damit beschäftigen wollen, nämlich die Beschreibung eines Kreisprozesses. Also das habe ich Ihnen da hier als Motivation dafür gezeigt, dass wir uns jetzt mit Kreisprozessen auseinandersetzen. Na, eines kann ich gleich sagen. Wenn Sie so einen Kreisprozess, irgendeinen periodischen Kreisprozess halt betrachten, zum Beispiel, wenn Sie sich noch erinnern, wie der Herr Kollege Litschauer das Experiment mit diesem Joule'schen Versuch gemacht hat, wo man Reibung in Wärme umgesetzt hat. Das ist auch so ein periodischer Vorgang. Da tut man halt nichts anderes, als soll er weiter so weiter drehen. Und tatsächlich führt man dadurch mechanische Energie in thermische Energie über. Da kann man das vollständig machen. Also bei solchen Kreisprozessen kann man mechanische Energie durchaus, eben etwa durch Reibung, vollständig in mechanische, in thermische Energie umsetzen. Aber das andere, das ist es, was nicht geht. Deren einzige Wirkung besteht, Wärme aus einem Wärmespeicher in Arbeit umzusetzen. Nicht Arbeit in Wärme, sondern Wärme in Arbeit. Und das ist ja das, was man möchte bei einer Maschine, bei einer thermodynamischen. Und während also das von Arbeit in Wärme zu 100% geht, geht, wie Sie jetzt dann sehen werden, in der Gegenrichtung das nicht zu 100%. Zu blöd. Und schuld sind diese Aussagen, die aber selbst evident sind. Das ist ja das Schöne. Das glaubt dann doch jeder. Keiner von Ihnen wird jetzt sagen, das stimmt nicht. Ich habe das gestern gesehen. Das Glasl hat zum Kochen angefangen, nur weil ich es am Tisch gestellt habe. Das passiert eben nicht. Sind wir uns alle einig. Also, wie gehen wir vor? Wir betrachten also einen Kreisprozess und es gibt verschiedenartige Kreisprozesse. Ich möchte den wählen, der aus grundsätzlichen Gründen am einfachsten zu beschreiben ist. Und man kann dann andersartige Prozesse auch betrachten, solche, die dann auch näher an die Anwendungspraxis herankommen. Aber mit der unmittelbaren Anwendungspraxis werden wir uns in der Kürze der verfügbaren Zeit ja gar nicht beschäftigen können. Es geht ja mal darum, gewisse obere Limits festzulegen, wo es besser gar nicht gehen kann, wo es in Wirklichkeit nicht einmal ganz so gut gehen wird, aber jedenfalls nicht besser. Eine obere Schranke oder eine obere Grenze, würde der Mathematiker dazu sagen. Eine Abschätzung nach oben. Und da betrachten wir den sogenannten Carnot'schen Kreisprozess. Und ich hoffe, Sie also jetzt soweit motiviert zu haben, warum wir das machen, weil sogar so aufregend lustig ist es nicht mit dem Kreisprozess. Aber ich glaube, Sie erkennen, wozu das gut sein soll, dass man sich sowas anschaut, damit man eben nachschaut, wie weit kann man kommen mit dieser Möglichkeit, Wärme in Arbeit umzusetzen. Geht's vielleicht doch ganz? Aber man kann schon erwarten, es wird nicht ganz gehen, wenn diese Sätze so sind, wie sie sind. Naja, also ein Beispiel für einen reversibel geführten Kreisprozess in einem idealen Gas. Da haben Sie ja schon etwas, das muss alles unendlich langsam gehen. Reversibel heißt ja immer, dass man ständig durch lauter Gleichgewichtszustände geht. In der tatsächlichen Praxis
geht es nicht unendlich langsam, sondern schon bei den Dampfmaschinen, das ist ständig irgendwie so, sonst kennt ihr das Greibel nicht fahren. Also da hat man dann dadurch natürlich schon gewisse Abweichungen. Aber wir wollen es halt so gut machen, wie man es machen kann. So wie auch der Kolben hier sich ja langsam nach außen bewegen soll, damit auch die Wärme Gelegenheit hat, da ständig so zuzufließen, dass die Temperatur da drinnen immer weitgehend konstant ist und man also durch lauter Gleichgewichtszustände hindurchläuft, was es dann eben auch ermöglicht, den Vorgang umzukehren. Klar? Und da machen wir folgenden Kreisprozess. Wir betrachten, wie so oft jetzt schon, das PV-Diagramm. Und da wissen Sie ja, dass da, wenn man ideale Gase betrachtet, dass da die Isothermen so Hyperbeln sind. Also da gibt es zum Beispiel hier eine Isotherme und hier eine Isotherme. Und dann gibt es außerdem Adiabaten. Die haben wir auch letzthin einmal ermittelt. Wenn man also ein ideales Gas unter thermischer Isolation sich verändern lässt. Und die sind dann steiler. Die verlaufen circa so, diese Adiabaten. Und da ergibt sich jetzt ein solcher Kreisprozess, den ich da jetzt noch einmal ein bisschen herausheben möchte. So schaut dieser Kreisprozess aus. Und wir werden diese Eckpunkte hier mit 1, 2, 3 und 4 bezeichnen. Also was passiert? Wir starten irgendwo, also zum Beispiel beim Punkt 1. Und da haben wir einmal hier einen isothermen Expansionsvorgang. Das ist genau sowas da. Ein Stück wird isotherm expandiert. Na, da muss man aber Wärme zuführen, damit das, was da an Arbeit verrichtet wird, auch wieder als Wärmemenge zugeführt wird, damit die Temperatur gleich bleiben kann. Also an dieser Stelle wird in das System eine Wärmemenge Delta Q warm hineingebracht. Das ist ja auch bei der Temperatur warm, während die untere Isotherme, da ist köder. Das ist die Temperatur T kalt. Ja. Ich könnte auch TC, T cold sagen, C ist wieder die critical, also lassen wir es nur so. Dann müssen wir ein bisschen die Sprachen auch durcheinander mischen. Wir dürfen manchmal auch mit deutschen Worten uns da unsere Abkürzungen herholen. Also bei der höheren Temperatur wird da eine gewisse Wärmemenge zugeführt während dieser isothermen Expansion. Damit das eben isotherm bleiben kann, muss eine gewisse Wärmemenge zugeführt werden. Na, im nächsten Schritt, der ist adiabatisch. Da geschieht nichts mit Wärmemenge. Das ist ja ein thermisch isoliertes System. Da können jetzt keine Wärmeaustausche stattfinden. Aber sehr wohl wird weitere Arbeit geleistet. Und die Arbeiten, die da geleistet werden, die werden wir uns gleich nachher anschauen. Aber jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir da wieder zurück. Jetzt sind wir bei der niedrigeren Temperatur. Da hat man so eine adiabatische Expansion auf eine niedrigere Temperatur. Und jetzt machen wir wieder, jetzt bringen wir das System wieder, das muss man dann geschickt machen, wieder in Kontakt mit einem kälteren Wärmespeicher. Bei einer niedrigeren Temperatur. Und jetzt komprimiert sich das wieder. Wir wollen ja letzten Endes wieder an den Ausgangspunkt zurück. Bei dieser Kompression aber, wieder reversibel und isotherm, wird jetzt Arbeit geleistet an dem System, wird zugeführt. Und daher muss natürlich wieder Wärmemenge abgeführt werden. Das heißt, da geht wieder eine Wärmemenge heraus. Ein Delta Q kalt geht da heraus.
Na und im letzten Schritt, der ist wieder adiabatisch, da ist wieder nichts mit Wärmemengen. Da bringt man das System wieder in einen Zustand, wo es thermisch isoliert ist und da wird weder Wärme zu noch abgeführt. Fragen Sie mich nicht, wie man das in der Praxis machen kann. Leute haben sich überlegt, wie man einen Carnot-Prozess praktisch in einer zumindest einigermaßen vernünftigen Näherung halt realisieren kann. Das soll uns gar nicht interessieren, jetzt konkret. Aber Sie sollen doch zumindest eine gewisse Vorstellung davon haben, wie kann so etwas laufen. Und wir haben zwar keine Carnot-Maschine hier, sondern wir haben hier den sogenannten Heißluftmotor. Das ist auch ein Kreisprozess, der mit einem idealen Gas verläuft, und zwar mit der Luft. Die ist ja, wenn man also weit weg ist von den, Siedepunkten von Stickstoff und Sauerstoff, oder also Kondensation von Luft, flüssige Luft, wenn man von dem weit weg ist, ist es sehr nahe an einem idealen Gas. Und ich möchte gar nicht aus Zeitgründen Ihnen diesen Heißluftmotor konkret erläutern. Es geht auch im PV-Diagramm herum, aber in anderer Weise. Und Luftvolumina da drinnen werden durch geschickte Kolben- und Ventileinstellungen halt so hin und her geschoben, dass sie einmal auf gleichem Volumen bleiben, dann aufgeheizt werden, sich dann ausdehnen und dann wieder zurück. Ganz ähnlich wie hier. Es ist ein anderer Vierer, der da durchführt. Vielleicht gehen da dann diese, das da waagrecht hinüber. Ich weiß es selber gar nicht auswendig. Können Sie herumgoogeln, wie das konkret ausschaut. Soll uns jetzt gar nicht weiter kümmern. Aber der Herr Litschauer wird uns jetzt bitte diesen Heißluftmotor vorführen. Und das Wesentliche ist also, und das ist also bei der Carnot-Maschine das Gleiche wie da hier bei dem Heißluftmotor, dieses Ding funktioniert zwischen zwei Wärmespeichern, einem warmen und einem kalten. Der kalte Wärmespeicher, das ist da die Atmosphäre herin, die 25 Grad oder 23 Grad, was wir da herinnen haben. Und den warmen Wärmespeicher, das machen wir uns jetzt dadurch, dass mit dieser Flamme hier dieser Bereich aufgeheizt wird. Und nur dadurch, dass es also jetzt einen kalten und einen warmen Wärmespeicher gibt, wird sich diese Maschine in Bewegung setzen und Sie können sich vorstellen, dass man damit letztlich auch Arbeit verrichten kann. Bitte schön, Herr Litschauer. Also wir setzen unseren warmen Wärmespeicher in Betrieb und werden also sehen, was jetzt mit dieser Maschine passiert. Wiederum, die Thermodynamik ist eine langsame Wissenschaft. Man muss erst warten, bis das Ganze ins Gleichgewicht kommt. Aber dann zeigt sich, dass diese Maschine sich dreht und weiter drehen wird. Sehen Sie, es funktioniert schon. Na, ein bisschen unrund, sie muss erst in Betrieb kommen. Aber einzig nur dadurch, dass es hier einen warmen und einen kalten Wärmespeicher gibt, haben Sie hier eine mechanisch arbeitende Maschine. Das ist also ein bisschen was anderes als bei einer Dampfmaschine oder bei einem Ottomotor, weil da braucht man entweder die Kohlen zum Unterheizen oder Sie müssen also eben das Benzin einspritzen oder irgendwas. Hier geht es nur darum, zwei Temperaturen aufrechtzuerhalten. Und Sie sehen, das funktioniert wunderbar. Also das ist der berühmte Heißluftmotor. Bitte. Da gibt es Kammern und durch das Verändern dieser Kammern wird das Gas in eine andere Kammer hineingeschoben und dort wird wieder abgeschlossen. Und das macht dann letzten Endes einen Kreisprozess. Nein. Okay, ich glaube, das genügt uns. Herzlichen Dank, Herr Litschauer. Also das ist der Heißluftmotor. Also ich zeige Ihnen, wir zeigen Ihnen dieses Experiment, damit Sie da irgendwas vor Augen haben, wo Sie sich dann auch merken, dieser Carnot-Prozess, das ist letzten Endes ein Modell für eine Maschine, für eine solche Maschine. Und
erläuft ja auch dieser Kanot-Prozess zwischen zwei Wärmereservoirs. Bitte schön. Da kommen wir erst dazu. Das sage ich Ihnen noch nicht. Um das geht es ja gerade, dass wir das eben herausfinden wollen. Die Frage war, was der maximale Wirkungsgrad ist. Ich sage Ihnen nur so viel, kleiner als 1. Naja, weil darum geht es ja bei dieser ganzen Geschichte. Während hier haben Sie ja im Idealfall einen Wirkungsgrad 1. Da wird ja alles umgesetzt, nur dummerweise nicht in einer periodischen Weise. Also wir haben hier zwei Wärmereservoirs bei den Temperaturen T warm und T kalt. Das ist die Temperatur T warm, da ist die Temperatur T kalt. Und wir werden jetzt die Vorgänge, die hier passieren, schrittweise analysieren. Und der Vorteil von diesem Kanot-Prozess ist, dass wir nur zwei Arten von Zustandsänderungen betrachten müssen. Die isothermen und die adiabatischen. Isotherme und adiabatische. Also vier solche Zustandsänderungen schauen wir uns jetzt an. Und die Idee ist, dass wir für jede dieser Zustandsänderungen uns ausrechnen, insbesondere wie groß die Arbeiten sind, die hier entweder vom System verrichtet wurden oder an dem System verrichtet werden müssen. Denn wenn man das da wieder isotherm komprimieren möchte, muss man ja von außen Arbeit zuführen. Und man kann nur hoffen, dass dann netto was überbleibt. Also nachdem wir diese vier Schritte durchgegangen sind, werden wir eine Bilanz machen. Und das, Herr Kollege, wird uns dann genau zeigen, was der Wirkungsgrad ist. Denn wenn Sie sich das überlegen, man kann es ja jetzt schon sehen, nicht? Was passiert denn? Es wird hier bei diesem einen Schritt hier Wärme zugeführt. Das ist das, was dort mit der Flamme passiert praktisch. Also irgendwie muss man dem System hier eine Wärmemenge zuführen, damit es isotherm expandieren kann. Erinnern Sie sich an das? Wir müssen Wärmeeinmenge hineinführen, damit es expandieren kann, isotherm, und dann auch eine Arbeit verrichtet wird. Dann dummerweise, da unten muss wieder eine Wärme heraus. Das ist aber genau der Punkt, der uns dann jetzt ärgern wird. Weil das können Sie nicht verhindern, wenn Sie da wieder zurück wollen. Aber was Sie eigentlich interessiert, ist nicht das, was da unten rausgeht und mit was nichts Vernünftiges anfangen können, sondern was Sie interessieren wird, ist, was bleibt netto für eine Arbeit über und wie vergleicht sich die mit der hier hineingesteckten Wärmemenge. Was ich also tue de facto, ist, ich stecke bei dem Schritt 1, 2 eine gewisse Wärmemenge Delta QW hinein in das System, zugeführte Wärmemenge, und es wird bei allen diesen Schritten mechanische Arbeit geleistet. Und diese Leistung mechanischer Arbeit werden wir uns für alle vier Schritte anschauen, aufsummieren, dann wird hoffentlich was Positives überbleiben, denn sonst hätte das Ganze ja keinen Sinn. Und dann vergleichen wir, was wir an Wärmemenge hineinstecken mussten und was wir an Arbeit herauskriegen. Und dass das nicht 100% sein kann, soweit habe ich Ihnen ja geantwortet, sieht man daran, dass ja ein bisschen was von der Wärmemenge da unten wieder rausgeht. Die da unten rausgeht, konnte also nicht in Arbeit umgesetzt werden. Denn laut erstem Hauptsatz kann ja nicht mehr sein, als dass sich das alles ausgeht, dass die Energie erhalten wird und dadurch, dass da unten dummerweise eine Wärmemenge wieder verloren geht sozusagen, sehen Sie schon, ohne dass wir das noch quantitativ machen, dass diese Umsetzung von Wärmemenge, Wärmezufuhr einerseits in mechanische Arbeit andererseits nicht zu 100% gehen wird.
das, was hier ja steht. Es gibt keine thermodynamische Zustandsänderung, die periodisch sein muss, weil es die einzige Wirkung sein soll, die darin besteht, Wärme aus einem Wärmespeicher, dem Wärmespeicher mit TW, vollständig in Arbeit umzusetzen. Ist Ihnen klar, um was geht? Wenn Sie jetzt sehen, warum wir das machen, werden Sie es lieber auf sich nehmen, dass wir das jetzt wirklich durchrechnen. Also, schauen wir uns die Schritte an. Schritt 1, 2, den Schritt einmal. Na, wenn wir den Schritt anschauen, was haben wir da? Es ist eine isotherme Expansion. Natürlich alles ideale Gase und ideales Gas und reversible Zustandsänderungen setzen wir beides voraus für alle diese Schritte. Na, wie gehen wir also vor? Was wissen wir da? Na, wenn es eine isotherme Expansion ist, dann haben wir jedenfalls das T immer gleich W des warmen Wärmereservoirs. Und ich habe noch nicht wirklich erklärt, was ich mit Wärmereservoir meine. Das ist ein System, das groß genug ist, dass, wenn da so ein gewisses Delta Q in unseren Kreisprozess hineingeführt wird, dass das dieses Wärmereservoir total unbeeindruckt lässt. Das bleibt nach wie vor auf der gleichen Temperatur. Also ein großes System, so wie zum Beispiel Atmosphäre da in dem Raum, der kühle Wärmespeicher, die kühle Temperatur bleibt dort, was sie ist, weil die Temperatur in dem ganzen Zimmer, dem Hörsaal, wird sich also nicht ändern durch den kleinen Heißluftmotor dort. Nicht? Also diese Wärmereservoirs sind Systeme, die groß genug sind, dass sich bei den Wärmemengen, um die es hier geht, ihre Temperatur nicht nennenswert ändert. Genügend große Wärmekapazitäten sind also hier vorausgesetzt. Also das T ist TW und außerdem, weil es isotherm ist, ist das Delta U gleich 0. Das haben wir ja hier auch so gehabt. Und daher ist also das Delta Q plus Delta W gleich 0. Ja, und daher laut ersten Hauptsatz. Wir operieren jetzt einmal nur mit dem ersten Hauptsatz. Und das bedeutet aber, dass man das Delta Q hier gleich ausrechnen kann. Damit ist das Delta Q bei dieser höheren Temperatur T warm gleich minus Delta W. Na, so wie es da steht, Delta Q ist gleich minus Delta W, weil ja die innere Energie sich nicht ändert. Und zwar minus Delta W von 1 nach 2. 1 nach 2. Ja, und dieses Delta W 1, 2, das wollen wir uns jetzt ausrechnen. Nun, wie können wir das? Na, wir wissen ja, Delta W, so eine kleine Veränderung, ist nichts anderes als minus P dV. Wenn man also ein kleines Volumen ändert, dann hat man minus P dV, ist das Delta W. Und wenn man jetzt eine nennenswerte größere Strecke da zurücklegt, das ist ja was Makroskopisches, das ist nicht differenziell klein da, sondern ein richtiger makroskopischer Prozess, muss man also integrieren. Und daher kriegt man, scheinbar das ist so, dieses Delta QW heraus als minus Delta W1,2, aber minus Delta W ist plus PdV, also haben wir ein Integral vom einen Volumen zum anderen Volumen, von V1 bis V2, V
V1 bis V2 PDV. Und das können wir weiter umformen, weil jetzt können wir die Zustandsgleichung idealer Gase verwenden. Machen wir das wieder so. P, also da verwenden wir immer was. P ist gleich, na PV ist nRT, da ist P gleich nRT durch V. nRTW durch V. Und damit kriegen wir letztlich dieses Delta QW heraus als Integral von V1 bis V2 nRTW und dann haben wir dV durch V. Statt P setzt man nRTW durch V, nRTW durch V, dV. Und das nRTW soll als Konstant, geht vor das Integral und Integral dV durch V, haben wir schon 100 Mal gehabt, ist der natürliche Logarithmus zwischen den Grenzen V1 und V2 und damit erhalten wir letzten Endes, dass das Delta QW gleich ist nRTW mal ln von V2 minus ln V1, das ist aber ln von V2 durch V1. Also nRTW ln V2 durch V1. Und jetzt schauen Sie sich an, was haben wir hier? V2 ist größer als V1. Daher ist das V2 durch V1 größer als 1 und der Logarithmus ist größer als 0. Also wird hier, was wir ja an sich erwartet haben, tatsächlich eine Wärmemenge dem System zugeführt. Ja? Verständlich, was gemeint ist? Also, und außerdem ist dieses Delta QW dann eben gleich, das steht ja da oben, minus Delta W1,2. Das heißt, wir haben hier auch eine Arbeit verrichtet, die ist gleich, aber minus gleich dem Delta QW. Das heißt, Wärmemenge wurde zugeführt, aber Arbeit, hurra, wurde verrichtet. Das wollen wir ja. Wird dem System abgeführt, weil da steht ein Minus. So weit, so klar. Haben Sie eine Frage dazu? Freut mich, dass manche Kollegen das sehr erheiternd finden. Also, ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich gemeint habe. Ist irgendeine Frage dazu? War da was unklar? Nur ersten Hauptsatz verwendet. Gehen wir weiter. Schritt von 1 nach 2, von 2 nach 3. Na, da haben wir jetzt eine andere Situation. Da haben wir jetzt eine adiabatische Expansion. Also wieder Expansion, aber adiabatische Expansion. Und das heißt aber jetzt, dass in dem Fall das Delta Q gleich 0 ist. Ein thermisch isoliertes System. Und das bedeutet wieder entsprechend dem ersten Hauptsatz, wenn Delta Q gleich 0 ist, dann heißt es, dass das Delta U gleich Delta W ist. Delta U ist gleich Delta W. Wir haben allgemein Delta U ist gleich Delta Q plus Delta W. Das ist ja der erste Hauptsatz. Wenn jetzt das Delta Q 0 ist, also adiabatisch ist, ist Delta U gleich Delta W. Also eine Änderung der inneren Energie. Und daher können wir jetzt dieses Delta W 2, 3 gleich ausrechnen. Delta W von 2 nach 3 ist dann gleich dem entsprechenden Delta U. Nun, dieses Delta U kriegen wir, weil es natürlich was Endliches ist, wieder dadurch, dass wir integrieren
von dem warmen zum kalten Wärmespeicher, von T warm nach T kalt, weil das ist ja jetzt eine solche adiabatische Expansion zu dieser Temperatur, dU. Naja, und das lässt sich sofort ausrechnen. Das ist einfach U bei T kalt, obere Grenze, minus U bei T warm, untere Grenze. Na, die innere Energie ist aber proportional zur Temperatur. Das heißt, diese Differenz wird kleiner als 0 sein. Sie sehen also hier das Delta B2,3, können wir als diese Differenz der inneren Energie schreiben, und das ist kleiner als 0. Das heißt, es wird jetzt weiterhin, und das ist ja gut, Arbeit von dem System abgeführt. Wir haben ja hier schon, dass das Delta W ist minus Delta Q. Delta Q ist größer 0, da heißt Delta W kleiner 0, da ist es wieder kleiner als 0. Na gut, noch einmal verrichtet das System eine Arbeit. Es expandiert ja auch weiter. Und dementsprechend wird nach außen Arbeit abgeführt. Naja, aber damit ist eigentlich das Arbeit verrichten schon wieder vorbei. Denn jetzt schauen wir, wie schaut es mit den weiteren Schritten aus. Es wäre ja jetzt schön, wenn man jetzt Schluss machen könnte. Aber wir müssen ja wieder zum Ausgangszustand zurück. Wie können wir also wieder zum Ausgangszustand zurück? Indem wir da oben dieses schiefe Rechteck, da, was ich da oben im PV-Diagramm drinnen habe, weiter fortsetze, um in zwei weiteren Schritten das System wieder ready zu machen für den nächsten Durchgang der periodischen Zustandsänderungen. Es kommt also jetzt der Schritt 3, 4. Naja, jetzt ist das ja alles schon eine ausgefahrene Bahn. Das ist jetzt wieder eine Isotherme. Isotherme Kompression. Wenn isotherm, dann ist das Delta U gleich 0 und dementsprechend ist das Delta W plus Delta Q gleich 0. Entsprechend dem ersten Hauptsatz. Wenn das Delta U gleich 0 ist, ist das Delta W plus Delta Q gleich 0. Und wenn wir uns also da jetzt in diesem Schritt 3 nach 4, so ähnlich wie 1 nach 2, einmal das Delta Q ausrechnen, es kommt einmal sofort heraus, dass Delta Q aber kalt jetzt, wir sind ja jetzt beim niedrigeren Wärmespeicher, ist natürlich jetzt eben gleich minus Delta W 3, 4. Und dieses Delta W 3, 4, das rechnen wir uns jetzt wieder aus mit Integral PdV, so wie wir das ja da vorhin auch gemacht haben. Das Delta W haben wir ausgerechnet als Integral PdV vom einen zum anderen Volumen. Nur das machen wir jetzt wieder so. Also, es ist ein Minus Delta W 3, 4, aber es ist ja auch das Delta W gleich minus PdV. Daher können wir hier gleich schreiben Integral PdV. Jetzt mit Plus, weil das Minus steht schon da. Und jetzt also von V3 nach V4. Für dieses P setzt man wieder ein nRT durch V. Also haben wir nRT Integral von V3 bis V4 dV und daraus kriegen wir jetzt, dass das Delta QK gleich ist minus Delta W 3,4
Und das ist jetzt Integral, ja durch V, Entschuldigung, NRT durch V. Niemand hat geschrien. Aber mir ist es ja auch nicht aufgefallen. Also NRT, statt P setzen wir ein NRT durch V, weil Pi V gleich NRT ist. Und das NRT ist konstant, wir haben eine isotherme Zustandsänderung, dv noch durch v integriert ist der Logarithmus, also haben wir nRT ln von v4 durch v3. ln v4 minus ln v3 ist ln von v4 durch v3. Na, v4 durch v3, schauen wir uns das einmal an. V4 ist kleiner als V3. V4 durch V3 ist ja kleiner als 1, daher wird der Logarithmus auch kleiner als 0 sein. Und Sie können jetzt erkennen, dass das Delta Q kalt kleiner als 0 ist. Das heißt, jetzt wird tatsächlich eine Wärmemenge hier wieder abgegeben. Deswegen zeigt der Pfeil hier nach außen. Und es handelt sich hier um eine abgegebene Wärmemenge. Na, und jetzt machen wir noch, damit die Geschichte fertig wird, sodass wir auch bilanzieren können, den letzten Schritt. Schritt von 4 wieder nach 1, womit dann der Kreisprozess abgeschlossen und fertig ist. Der Schritt ist also wieder ein adiabatischer Schritt, eine adiabatische Kompression jetzt. Und damit kommen wir von der kalten Temperatur wieder auf die warme Temperatur. Delta Q ist 0 bei adiabatischen, also thermisch isolierten Systemen. Wenn Delta Q gleich 0 ist, dann ist Delta U gleich Delta W und in dem Fall können wir das sofort ausrechnen. Also folglich ist das Delta U gleich Delta W und wir können also das Delta W hier wieder sofort ausrechnen. Delta W von 4 nach 1, das ist eben nichts anderes als das Delta U, also das Integral dU, von der Temperatur T kalt wieder zurück zur Temperatur T warm. Und das ist also U von T warm minus U von T kalt. Na und da sehen Sie schon, wenn wir jetzt ein bisschen ans Bilanzieren denken, wenn wir jetzt diese zwei adiabatischen Schritte anschauen, die adiabatische Expansion und die adiabatische Kompression, dort war das Delta W 2, 3 gleich U von TK minus U von TW, da ist es U von TW minus U von TK, also außer Spesen nichts gewesen. Das, was zuerst als Arbeit vom System abgeführt, also geleistet wurde, musste in gleicher Weise wieder zurückgeführt werden. Also diese zwei adiabatischen Schritte sind zwar notwendig, um von der einen zur anderen Temperatur zu kommen, aber sie müssen ja wieder zurück zur warmen Temperatur, sonst ist es ja kein Kreisprozess. Es muss eine Maschine sein, die so wie der Heißluftmotor eben periodisch arbeitet, aber sie bringen nichts, was arbeitsmäßig betrifft. Es geht also nur um diese zwei isothermen Schritte, wo man also da jetzt davon ausgehen kann, da haben wir jetzt Hoffnung sozusagen. Also um diese adiabatischen Schritte braucht man uns eigentlich bei der Bilanzierung her gar nicht mehr zu kümmern, weil die liefern arbeitsmäßig in Summe nichts. Es geht also nur darum, dass wir uns anschauen, wie können wir jetzt diese anderen zwei Schritte anschauen und ausrechnen. Naja, da schauen wir uns also den Schritt 1, 2 und den Schritt 3, 4 an. Da steht drinnen nRTW mal ln V2 durch V1. Da steht nRTK mal ln V4 durch V3. Jetzt wäre natürlich wichtig zu wissen,
wie hängt V1 und V2 mit V4 durch V3 zusammen? Und da zeigt sich, dass bei den adiabatischen Schritten, die zwischen, da haben wir ja V4 zu V3, V4 zu V3, da können wir uns ja gleich anschauen, folgende adiabatische Schritte. Betrachten die adiabatischen Schritte. Das sind adiabatische Zustandsänderungen, wo wir vom letzten Mal her wissen, dass T mal V hoch Kappa minus 1 konstant ist. Das hatten wir durch Durchführung dieser Integrationen gewonnen. Sie brauchen nur zurückschlagen vom letzten Mal. T mal V hoch Kappa minus 1, wo Kappa der Adiabatenindex ist, Cp durch Cv, hatten wir gefunden, ist konstant. Na, das führen wir jetzt für beide durch. Also einmal für den Schritt 2, 3. 2, 3 ist ein adiabatischer Schritt. Also muss gelten, T warm mal, das ist ja jetzt bei der Stelle 2, das ist bei T warm mal V2 hoch Kappa minus 1. Das muss gleich sein dann beim dritten, jetzt machen wir diese adiabatische Zustandsänderung, haben wir dann T kalt mal und da haben wir dann V3 wieder hoch Kappa minus 1. Und der andere adiabatische Schritt, der von 4 nach 1, den machen wir jetzt detto. Da schreiben wir also mal das können wir egal in welche Richtung, 1 und 4. Also machen wir da den 1er, dann haben wir T warm mal V1 hoch Kappa minus 1, muss also gleich sein längs dieses adiabatischen Schrittes, T kalt mal V4 Kappa minus 1. Wir haben einfach diese Beziehung, dass das konstant sein muss längs eines adiabatischen Schrittes. Haben wir einmal für den Schritt 2, 3 uns angeschaut. 2, 3 vom warm nach kalt und dann 1, 4 auch vom warm nach kalt. Oder Sie hätten es auch umtragen können, wäre dasselbe gewesen. Ist ja nur eine Gleichheit. Und jetzt können wir die beiden durcheinander dividieren. Und was erhalten wir dann? Da haben wir TW und TW kürzt sich weg. TK und TK kürzt sich auch weg. Es steht V2 durch V1 hoch Kappa minus 1 ist gleich V3 zu V4 hoch Kappa minus 1. Und wenn man dann also die Kappa minus erste Wurzel zieht, dann hat man V2 durch V1 ist gleich V3 zu V4. Wunderbar. Genau das brauchten wir. Weil bei der einen Gleichung für Schritt 1 steht V1 durch V2, V2 durch V1 drin und bei dem anderen Schritt V4 durch V3. Jetzt wissen wir, die beiden sind gleich und können also hier jetzt sofort die entsprechenden Bilanzen durchführen. Bitte. Ja. V2 durch V1 ist V3 durch V4. Ja, da werden wir ein Minus anmachen müssen. War schon. Also, was wollen wir also jetzt erreichen? Die gesamte geleistete Arbeit. Nein. Geleistete Arbeit. Die gesamte geleistete Arbeit minus Delta W, geleistet ist ja vom System abgeleistet.
nachgeführt. Ist daher minus Delta W1,2 minus Delta W3,4. Und was kriegen wir da heraus? Das ist also gleich minus Delta W1,2, wo haben wir es stehen? Minus Delta W1,2 ist Delta QW und Delta QW ist NRTW ln V2 durch V1. NRTW ln V2 durch V1. Ja? Minus Delta W3,4. Minus Delta W3,4 ist NRTK ln V4 durch V3. ln NRTK, aber ln V4 durch V3 ist gleich minus ln V2 durch V1. Weil V4 durch V3 ist gleich V2 durch V1. V3 durch V4 ist V2 durch V1. Da steht aber V4 durch V3, das ist genau Ihr Punkt, ist daher V1 durch V2. Und daher haben wir minus ln V2 durch V1. Das ist dasselbe wie ln V1 durch V2. Ja? Naja, und wenn wir das also da jetzt dann verwenden, dann kommen wir hier entsprechend wieder auf NR, aber jetzt TK. Und zwar mit einem Minus. Minus TK ln V2 durch V1. Und Sie kriegen das als Ergebnis. Nun, dieses Minus Delta W, Gott sei Dank, weil V2 größer als V1 ist, ist größer als 0. Es wird tatsächlich in Summe eine Arbeit verrichtet. Aber demgegenüber schauen wir uns das Delta QW an. Das Delta QW haben wir uns ja ausgerechnet. Delta QW ist NRTW mal ln V2 durch V1. NRTW ln V2 durch V1. Und rechnen wir uns zu, weil es lustig ist, auch das Delta QK noch einmal aus. Das ist dann also NR minus NRTK ln V2 durch V1. Minus NRTK ln V2 durch V1. Jetzt haben wir alle entsprechenden Bilanzen gezogen. Und Sie sehen einmal was Wichtiges. Ich glaube, Sie können sehen, das habe ich nur abgeschrieben. Und da drüben steht, Delta QK ist minus von dem Minus hier, NRTK ln V2 durch V1. Da steht kein Minus, da steht eins. Weil das Delta QW wird ja auch zugeführt. Delta QK wird abgeführt. Na, schauen Sie sich das einmal an. Wenn man jetzt zum Beispiel diese beiden aufsummiert, damit man einmal nachschaut, was das insgesamt bedeutet, dann erhalten Sie, dass da letzten Endes der zweite Hauptsatz herauskommt. Es kommt nämlich heraus, dass das Delta QK plus das Delta QW genau gleich ist diesem Minus Delta W. NR mal ln mal tw minus tk und da steht tk minus tw. Also es bleibt hier stehen in Summe, dass also Delta QW plus Delta QK, wenn man das also aufsummiert, gleich ist minus Delta W. Und das ist gut, denn das, was an Wärme zugeführt und wieder als Wärme abgeführt wurde, wenn man das eben entsprechend mit den Vorzeichen richtig berücksichtigt, muss überbleiben, was dann an Arbeit geleistet wird. Das zeigt also, der erste Hauptsatz ist erfüllt. Aber noch wichtiger,
der Wirkungsgrad. Der wird meistens in der thermodynamischen Literatur bezeichnet als Äther. Das ist ganz was Einfaches. Da geben Sie mir bitte jetzt noch 2 Minuten. Wäre schade, wenn wir das jetzt nicht zu Ende bringen würden. Das ist also nichts anderes als die mechanische Arbeit, die vom System verrichtet wurde, in Summe, die da, dividiert durch die Wärmemenge, die ich hineinstecken musste. Das ist das Delta QW. Das ist das, was ich hineinstecken musste. Dass man dann leider Gottes am anderen Ende wieder ein Delta QK entkommt gewissermaßen, ist zwar traurig, ich kann aber mit dem Delta QK nichts mehr anfangen. Das ist halt, weil der Motor halt außerdem heiß wird. Man macht es halt dann so, dass man das Auto eine Heizung daraus macht. Nicht, dass im Winter, dass man nicht verriert. Aber letztendlich zurück in die Energie der mechanischen Bewegung bringen sie es nicht mehr. Nun, jetzt schauen Sie mal an. Minus Delta W durch Delta QW. Minus Delta W steht da, Delta QW steht direkt drunter. Das durch das. NR fällt weg, LN fällt weg, es steht TW minus TK durch TW. TW durch T minus TK durch TW. Schreiben wir es auf. TW minus TK durch TW. Und, Herr Kollege, die Antwort kommt heute. TW durch TW ist 1 minus TK durch TW. Also, Sie sehen, Sie haben einen Wirkungsgrad, der kleiner als 1 ist und errichtet sich danach, wie die beiden Temperaturen sind. Natürlich, wenn man einen Wärmespeicher auf den absoluten Nullpunkt setzen würde und der bleibt dann dort, dann ist das Null. Aber das ist ein Zeichen, dass das eben gar nicht geht, sonst würde das ja auch wiederum verletzen, was wir hier bei der Kelvinschen Aussage gesagt haben. Dann hätten wir ja Wirkungsgrad gleich 1. Aber das schafft man nicht. Denn letzten Endes wird ja ständig Delta QK abgegeben. Da ist sofort aus mit dem absoluten Nullpunkt, wenn es da ein System, eine Wärme hineingeben dort. Also der Wirkungsgrad Äther ist kleiner als 1. Und Sie sehen damit als ein Ergebnis des heutigen Tages. Dann ist Schluss. Einerseits kann man zwar in periodischen Vorgängen Arbeit komplett in Wärme überführen. Der Herr Kollege Litschauer mit dem Reibungsexperiment. Aber man kann nicht Wärme zu 100% in Arbeit umsetzen, wegen dieses Wirkungsgrades kleiner 1. Und das ist aus nichts anderem herausgekommen, als aus diesen Grundlagen mit der Clausius'schen, Kelvin'schen Aussage und letzten Endes durch Durchführung dieser 4 Schritte des Carnot'schen Kreisprozesses. Morgen werden wir daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen und den Begriff der Entropie dazu einführen. Danke. Mit Mühe und Not. Schön ist er gelaufen, der Heißluftmotor.